Und um das herauszufinden, begebe ich mich heute erstmals in die Stadt, nach Wien, mit meinem alten Porsche 911. Der Porsche 911 ist nämlich ein in Europa als gesellschaftlich anerkannter Sportwagen und erregt nicht so die Gemüter wie die Hellcat. Das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit. Warum reden wir ständig von Umweltzonen, Parkplatzmangel und Überbevölkerung? Da komme ich einmal mit meinem alten Porsche nach Wien, motzt mich im 7. Bezirk so ein geschlechtszentrales Wesen an, was ich mir einbilde, so eine Dreckschleuder zu fahren. Da muss ich natürlich gekonnt antworten. Der hat schon Dreck verschleudert, dass du nicht einmal noch in die Hose gesch***. Aber es gibt auch andere Probleme. Schauplatz, Wiener Zentrum, das Tourismusmoloch. Am Wiener Stephansplatz ist man sogar mit zwei Beinen übermotorisiert, wenn man sich zwischen 17.000 chinesischen Touristen und doppelt so vielen Selfie-Sticks durchquetschen muss. Die Klimademos werden meist von Hipstern veranstaltet, die selbst nicht fähig für ein Leben außerhalb der Stadt sind. Sie leben in einer Konsumblase und haben das Auto als Feindbild Nummer 1 erklärt. Wie ein Leben außerhalb der Stadt aussieht, ist ihnen völlig unklar. Das Essen kommt schließlich aus dem Supermarkt und der Strom aus der Steckdose. Wenn man nach der Berichterstattung in den Medien geht, müsste alle und jeder Mensch jeden Tag im Stau stehen. Tatsächlich leben 6 der mittlerweile fast 9 Millionen Österreicher aber am Land, so wie ich. Und genau dort fahren wir jetzt hin, um unser heutiges Auto zu testen. Ein traumhaftes Panorama, weite Felder, lange Geraden, ein Paradies für Autofahrer. Nicht nur das, die Leute, die hier wohnen, sind aufs Auto angewiesen. Und wir Petrolheads können aufgrund der geringen Bevölkerungs- und Bebauungsdichte den Genuss frönen. Wir besitzen tausende Quadratmeter Grünflächen, bauen unsere eigenen Paradies an, saufen Wein aus dem Ort und kaufen Fleisch beim örtlichen Biobauern ein, welches wir selbst aufwachsen gesehen haben. Meine Schuhe sind das einzige Importprodukt aus der Weltmetropole Wien. Und mein Auto, das kommt heute aus den USA. Aus europäischer Sicht ist das nicht nur ein Kulturschock, sondern auch eine Zeitreise. Wir haben nämlich vor über 5 Jahren begonnen, unsere Boliden zu kastrieren. Downsizing und Turbolader sind in aller Munde. Die letzten anständigen V8 aus Deutschland gab es in den 63er AMGs von 2007 bis 2014, beziehungsweise im BMW M3, von 2007 bis 2013. Doch das ist alles nichts verglichen mit dem, was die Amis mit ihren V8-Fahrzeugen gemacht haben. Wenn man die Hellcat startet, merkt man sofort, sie will es. Startknopf bei der Hellcat zu drücken, ist wie einem wild gewordenen Tier den Hals zu krallen. Man spürt, wie der Starter den Motor dreht und die massiven Kolben auf und ab hüpfen, kurz bevor der mächtige V8 mit einem wilden Gebrüll zum Leben erwacht. Wer glaubt, die Reise des amerikanischen V8-Wahnsinns hat beim Hubraum von 6,2 Liter aufgehört, der irrt. Der Riesenmotor ist nämlich mit halbkugelförmigen Brennräumen ausgestattet, besser bekannt auch als Hemimotor. Durch diese spezielle Form der Brennräume ergeben sich unzählige Vorteile, die ich jetzt alle aufzählen könnte, wie ein Maschinenbauprofessor. Aber das Entscheidendste ist, mehr davon. Und der reinste Wahnsinn ist ja, dass das Ganze noch mit einem 2,4 Liter großen, nicht Motor, 2,4 Liter großen Kompressor getoppt wird, der den Motor des Wagens bei jedem Tritt ins Gaspedal singen lässt, wie einen Hamster, den man mit einer Piezo-Zündung eines elektrischen Feuerzeugs durch sein Rad scheucht. Die
Kombination Hemi-Motor plus Kompressor gab es erstmals serienmäßig in der Hellcat. Vor Dodge ist noch kein anderer Hersteller auf diese verrückte Idee gekommen. Bei modernen Autos, auch bei den 63er AMG von Mercedes, spürt man den Motor nicht mehr so, wie man es in der Hellcat spürt. Bei einem neuen 4 Liter AMG hat man nämlich das Gefühl, vorne geht ein Nähmaschinenmotor zur Sache und der brachiale Sound entsteht irgendwo im Auspuff. Wie ein 13-Jähriger, der versucht mit gebrochener Stimme auf Teufel komm raus männlich zu klingen. Das ist hier ganz anders. Rau, brutal, ungeschliffen, genau so stellt man sich ein Muscle Car vor. Man hat das Gefühl, auf dem Motor zu sitzen. Wie beim berühmten Ritt auf der Kanonenkugel dringt der Tiefbass vom Maschinenraum durch die Karosserie direkt ins Herz. Dazu noch dieses Automatikgetriebe. Es ist eine stinknormale 8-Gang-Wandlerautomatik, die die Gänge von 1 bis 8 so soft durchschaltet, wie man das auch aus jeder Oberklassenlimousine kennt. Aber das Ganze ändert sich, wenn man dem Auto richtig die Sporen gibt. Denn dann knallt die Hellcat die Gänge rein, wie ich es aus einem Wandlerautomatikgetriebe wirklich noch nie erlebt habe. Es kommt eher einer Erfahrung wie einem F1 Superfast-Schaltung in einem Ferrari gleich. Bei diesen überirdischen Fahrleistungen und den Außenmaßen von 5x2 Meter drängt sich mir natürlich die Frage auf, kann man die Hellcat überhaupt auf der Straße halten? Oder ist Europa einfach zu klein für dieses Auto? Der Dodge Challenger ist nämlich ein Produkt der Daimler-Chrysler-Ehe, welche man bereits seit Jahren versucht in Deutschland zu vergessen. Aber die Hellcat hat durch diesen Zusammenschluss durch ein äußerst modernes Fahrwerk profitiert, welches aus 20 Jahre alten E-Klasse Taxis stammt. Bis dahin haben die Amis nämlich Fahrwerkstechnologien verwendet, die bei uns seit Jahrzehnten nur mehr in landwirtschaftlichen Anhängern zu finden sind. Wenn man weiß, dass das Fahrgestell 20 Jahre alt ist und damals mit maximal 354 PS im E55 AMG zurechtkommen musste, glaubt man, das Fahrwerk ist mit der doppelt so starken und über 2 Tonnen schweren Hellcat maßlos überfordert. Ist überhaupt nicht der Fall. Das Auto fährt sich im Grunde genommen wie eine moderne große Limousine. Klar ist die Hellcat kein Auto, mit dem man auf Kurvenjagd geht, aber ich hätte mir wirklich erwartet, dass das Auto schlecht auf der Straße liegt. Zumal es eben über solche Ausmaße verfügt. Jeder, der schon mal in einer großen Limousine gesessen ist, fühlt sich auf Anhieb in der Hellcat wohl. Ich bin wirklich schon mit einigen Autos gefahren, aber die Hellcat treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Das ist aber auch schon das einzige Argument, welches gegen die Hellcat spricht. Als nachhaltiger Mensch, der am Land mit seiner gesamten Familie unter einem Dach lebt, muss man sich als Vater natürlich fürchten, wenn man seine Kinder nachts mit der Hellcat auf Reise schickt. Aber selbst da hat Dodge mitgedacht. Es gibt nämlich den sogenannten, ich nenne mal Highschool-Schlüssel. Der schwarze Schlüssel lässt nämlich nur 500 der über 700 Pferde der Hellcat frei. Und wenn das Vertrauen gegenüber der Kinder gegen Null tendiert, kann man auch noch den sogenannten Valet-Modus aktivieren. Das ist der Parkwächter-Modus, also wenn man die Hellcat von jemand Fremden einparken lässt, kann man die Leistung der Hellcat auf 200 PS reduzieren. Und dann geht das Auto ungefähr so gut wie eine angebundene Kuh. So Leute, kurz bevor ich das Video beende, möchte ich noch einmal auf die Titelfrage eingehen. Ist die Hellcat zu schnell für Europa? Nein, sie ist definitiv nicht zu schnell für Europa. Sie ist vielleicht zu schnell für engstirnige Freitagsschulschwänzer oder um in der Innenstadt von Rom einen Parkplatz zu suchen. Aber dafür wurde sie auch gar nicht gebaut. Sie wurde für offene, freie Straßen gebaut und um in der Prärie die volle Leistung entfalten zu können und die 700 Pferde von der Leine zu lassen. Und in diesem Sinne beende ich dieses Video. Tschüss, Baba und pfiat euch.